In der Ukraine hat offenbar die lang erwartete Gegenoffensive begonnen. Zu diesem Schluss kommt das Institute for the Study of War, eine US-amerikanische Denkfabrik, die das Frontgeschehen seit Beginn des Krieges in der Ukraine analysiert. In einer Nachricht auf Twitter am Donnerstagabend hieß es, die Aktivitäten stimmten mit einer Vielzahl von Indikatoren überein, die darauf hindeuteten, dass die ukrainische Gegenoffensive im gesamten Gebiet im Gange sei. Zuvor hatten die Washington Post und der US-Sender NBC unter Berufung auf nicht genannte ukrainische Militärquellen über den Beginn der Gegenoffensive berichtet. Von ukrainischer Seite gab es keine offizielle Bestätigung. Dafür meldeten beide Kriegsparteien Kampfhandlungen im Südosten des Landes.